Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Tja, heute habe ich euch wieder einen Trading-Betrüger mitgebracht, der nicht so richtig weiter weiß und dann wieder Hilfe anfordert. Und die Hilfe, naja, ihr wisst es ja, das Spielchen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Video. Hallo. Ja? Guten Tag, spreche ich mit Lothar Telleran. Ja. Mein Name ist Martha Frisch. Und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung für das Online-Handel. Sie haben sich auf unsere Werbung registriert, deshalb rufe ich Sie an. So, bei welcher Werbung denn? Die Martha Ritsch, die hatten wir hier schon so ziemlich oft auf dem Kanal. Tja, und jedes Mal bemerkt sie es nicht. Also irgendwann bemerkt sie es schon manchmal, aber naja, diesmal lässt sie sich auf jeden Fall wieder ausgiebig Zeit in ihrem ganzen Quatsch, den sie da so runterrattern will und kriegt gar nicht mit, wen sie da am Telefon hat. Es geht um Online-Handel mit Kryptowährung, mit Bitcoin. Ja, und wie hieß die Werbung? Entschuldigen Sie mich. Unsere Website heißt Inertia Finance, ja? Wo haben Sie... Habe ich nicht verstanden, akustisch. Okay. Herr Telleran, Sie haben bei uns ein Konto, ja? Unsere Website, unsere Firma heißt Inertia Finance. Aber Sie haben sich gestern auf internationale Werbung registriert. Dann haben Sie Anfrage gesendet, ja? Und wir haben Ihre Daten bekommen, ja? Okay. In unserem System. Herr Telleran, unsere Site heißt Inertia Finance. Wo haben Sie ein Konto? Ich bin Ihre Kontoberaterin, Martha Ritsch. Und meine Aufgabe ist es Ihnen, dass ich helfen, Ihre Handelskonto richtig zu aktivieren, ja? Gut, gut. Ich weiter informiere, wie es läuft und wie es funktioniert. Okay? Ja. Herr Telleran, haben Sie schon irgendwelche Erfahrung in diesem Bereich oder das ist ganz neu für Sie? Nö, das ist ganz neu. Haben Sie mit Krypto und Aktien nicht gehandelt? Herr Telleran, haben Sie mit Krypto und Aktien nicht gehandelt? Ja, beantwortet das denn nicht die Frage oder die Antwort auf die Frage vorher? Okay, Herr Telleran. Sie bekommen von unserer Seite ein automatisches Handelssystem. Gut, gut. System, ja? Mhm. Und das bedeutet, dass Sie bei uns nicht allein handeln werden, ja? Sondern dieses System handelt für Sie, ja? 24 Stunden kauft und verkauft eigenständig. Ja. Und sobald Sie Ihre Konto aktivieren, Sie werden an Ihrem eigenen Finanzberater zuzuweisen, ja? Okay. Herr Telleran, obwohl alles automatisch läuft, am Anfang Expert wird für Sie alles einrichten und mal erklären, ja? Was passiert auf dem Finanzmarkt, wie es läuft, wie es funktioniert, helfen und zeigen Ihnen, ja, wie Sie Gewinne erzielen können in diesem Bereich. Herr Telleran, wenn Sie in diesem Bereich ohne Erfahrung sind, am Anfang, Sie brauchen Hilfe, ja, große Unterstützung. Deswegen, Sie bekommen von unserer Seite Ihre eigene persönliche Finanzberater. Okay? Ja, gut, Herr Telleran, Sie haben schon bei uns ein Konto, aber Ihr Konto ist noch nicht aktiv, ja. Sie sollen zuerst Ihre Konto aktivieren, ja? Ja. Wir haben drei verschiedene Kontotypen. Erste ist 250 Euro, dann kommt 500 und dritte ist 1000 Euro, ja? Mhm. Wenn Sie in diesem Bereich ohne Erfahrung sind, ja? Persönlich, ich empfehle Ihnen mit mindestem Startkapital beginnen, ja? Mit kleinsten Summen. Mit 250 Euro anfangen, ja? Damit können Sie monatliche Profite bekommen von 10-20%, ja, Telefon. So wenig. Ja, aber mit gleicher Summe, ja, das ist von 10-20%. Je mehr investieren möchte, ja, desto mehr profitieren, ja. Das ist ganz logisch. Aber am Anfang, ja, Sie brauchen Kenntnisse, ja, in diesem Bereich und Erfahrung sammeln. Wenn Sie zum Beispiel in Zukunft mehr investieren möchten, darüber natürlich können Sie mit Ihrem eigenen Finanzberater sprechen, aber am Anfang, ja, Sie sollen zuerst Ihr Konto mit gleicher Summe mit 250 Euro aktivieren oder mit 500 oder 1000 Euro. Natürlich, das ist Ihre Entscheidung, ja, womit möchten Sie Ihr Konto aktivieren. Ja, na, wenn ich da richtig gut verdienen kann, dann machen wir das da gleich mit 1000. Dann verbinden Sie mich mal an den komischen Berater, den Sie da erwähnt haben. Bitte schon? Ich sagte, dann machen wir das mit 1000, so wie Sie das gesagt haben. Dann verbinden Sie mich mal an den Berater, den Sie erwähnt haben. Sie möchten mit 1000 Euro anfangen? Ja, und dass Sie mich an den komischen Berater verbinden. Okay. Herr Telleran, sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethode, womit, was,
womit möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Selbst Sie Kreditkarte oder haben Sie Online-Banking? Ja, das habe ich beides. Okay. Herr Telerand, hast du die Vergebungsstellsumme? Sagen Sie mir bitte noch einmal. Na, habe ich doch schon gesagt, 1000. Okay, 1000 Dollar. Selten Sie beides, Kreditkarte und Online-Banking? Ja, habe ich doch auch schon beantwortet. Sind Sie schwer vom Begriff oder wie? Okay, Herr Telerand, ich überprüfe Ihre E-Mail-Adresse, ja? Ja. Selten Sie Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Ja, was ist, also sagen Sie mal, das habe ich Ihnen noch gerade beantwortet. Sie fragen mich zum dritten Mal die gleiche Scheiße. Jetzt verbinden Sie mich doch mal an den Forum, wo Sie mich verbinden wollten. Ganz ruhig, bitte, okay? Nee, da kann man aber wirklich nicht mehr ruhig bleiben. Also die stellt mir dreimal die gleiche Frage in Folge und ich beantworte ihr dreimal die gleiche Frage in Folge. Muss sie denn dreimal das gleiche hintereinander fragen? Haben die da irgendeine Schnapsregel? Hat die irgendeine Wette verloren oder so? Also wirklich, dreimal nacheinander, exakt die gleiche Frage. Und die hat's immer noch nicht begriffen. Also irgendwas läuft da, glaube ich, in dem Callcenter ganz, ganz schief. Ich glaube, die muss wohl irgendeinen Schnapsschaden noch vom Vortag gehabt haben oder irgendwie sowas. Ihre E-Mail-Adresse lautet, Moment, l.ablassend@telerand.de. Nee, de. Nicht de. De. Ja. Ganz kurz an der Linie. Ich werde per E-Mail einmaliges Zahlungsmittel schicken, ja? Nee, ich will doch mit dem, Mann da verbunden werden. Bitte? Noch, Sie sagten doch, da gibt's einen Berater und da will ich mal hin. Okay, Sie sollen zuerst Ihre Konto aktivieren, ja? Danach, Sie bekommen einen Anruf von Ihrem eigenen Finanzberater. So, dann aktivieren Sie doch das Konto. Ich werde Sie per E-Mail einmaliges Zahlungsmittel schicken. Womit können Sie Ihre Konto aktivieren, okay? Wie, haben Sie einen Haarschaden oder was? Ich wollte erstmal mit einem Mann sprechen, also mit dem Berater da und nicht erst Geld inzahlen. Erst Beratung, dann Geld. Sie möchten mit Berater sprechen? Ja. Ja. Moment, ganz kurz an der Linie. Ja. Okay, ganz kurz bitte an der Linie. Ich werde direkt an Ihrem eigenen Finanzberater weiterleiten. Ganz kurz. Moment. Ja. Ja. Hier ist Nikita Murphy am Apparat vom Finance Department. Mit wem spreche ich? Na, hat die Tante nicht gesagt, worum das geht? Okay. Ihren Name und Nachname, können Sie mir sagen? Na, aber das hat doch die Tante gerade schon gehabt. Einfach nur beeindruckend. Da wird man weiter verbunden und nicht an den Finanzberater, sondern lediglich an irgendeinen anderen Kollegen, so wie es aussieht. Denn der hat doch schon wieder keine Ahnung. Normalerweise funktioniert doch das so, wenn man durchgestellt wird zu jemandem anderen, und das hat ja hier auch ewig gedauert, da habe ich hier mindestens 2/3 von rausgeschnitten, ach, noch mehr, und dann hat er nicht mal irgendeine Ahnung von dem, was ich da eigentlich an der Leitung will. Also, naja, die Sache mit dem Hagelschaden, die bestätigt sich hier auf jeden Fall, denn dieses Callcenter, das arbeitet auf jeden Fall nicht vernünftig. Herr Telerand, ja? Ja. Okay, Herr Telerand. Mein Name ist Nikita Murphy. Sie möchten denn mit 1.000 Euro Ihre Investition anfangen, ja? Jawohl. Könnten Sie das mir sagen, was ist Ihr Interesse auf der Finanzbörse am Anfang? Na, Kohle. Ja. Zum Beispiel, gibt es etwas Konkretes, was Sie erreichen möchten, oder? Mach ich doch gesagt, Kohle. Okay. Zum Beispiel, jetzt gerade, stellen Sie sich das vor. Wenn Sie 1.000 Euro investieren, was erwarten Sie davon? Ungefähr. Na, Kohle, jede Menge Taster, jede Menge Asche erwarte ich da. Also eher mehr wie möglich. Jo. Okay. Aber zum Beispiel, stellen Sie sich das vor, wenn Sie haben Investition in Restaurant, also Sie haben ein Restaurant geöffnet, ja? Hab ich aber nicht. Ja, ich weiß. Zum Beispiel.
ja, zum Beispiel. Oder woran hast du Interesse zum Beispiel? Was willst du in Zukunft zu eröffnen? Etwas Geschäft oder was für ein Ziel du hast, ja? Sag mir dieses bitte. Na, jede Menge Kohle. Kann ich mir lauter Nütten und Titten kaufen. Was sind Sie vom Beruf? Jetzt ja nicht. Also was der hier jedes Mal für einen Quatsch erzählt. Vor allem, welchen Bankberater interessiert das, was ihr euch von dem Geld nachher dann kaufen wollt? Das dient hier lediglich dazu, um euch weiter zu verarschen und euch immer tiefer reinzureiten. Denn, tja, wie gesagt, kein normaler Bankberater würde euch genau solche Fragen stellen. Denn es interessiert ihn letztendlich gar nicht, der Bankberater. Den interessiert nur, dass er euch vernünftig beraten kann und dass ihr dann das Produkt kauft. Ich meine, tja, aber mit Beratung hat das hier überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur noch dummes, stumpfes Gelaber, um den Kunden irgendwie dazu zu bringen, möglichst viel Geld einzuzahlen. Und dann haben sie ja auch noch die Dreistigkeit, mich beim Durchstellen nicht mal, ja, irgendwie warm durchzustellen, sondern einfach nur kalt an den nächsten Mitarbeiter, anstatt dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte ja letztendlich an den Bankberater, den sie mir ja auch versprochen hat. Aber passiert ist denn da letztendlich nichts. Tja, das liegt einfach nur daran, dass ihr letztendlich nichts anderes machen sollt, als eure Kohle einzuzahlen und die Fresse zu halten. Denn mehr habt ihr da nicht zu tun. Tja, ihr seid einfach nur das Schlachteschwein, wo ihr jede Menge Geld reinsteckt und das war's. Aber Fragen stellen, die darf man nicht. Und Antworten gibt schon erst recht nicht in solchen Unternehmen. Da wird einfach nur irgendwas gemacht und da passiert so viel Scheiße nebenbei, dass man seine Fragen eigentlich auch mittlerweile schon wieder vergessen hat. Sorry? Naja, nicht. Aha, okay. Zum Beispiel stellen Sie sich das vor, wenn Sie Investitionen machen in europäische Haupthandelszentrale, also ich meine in diesem Bereich, wo Sie jetzt gerade sind, ja? Davon, also von unserer Investition, wir erhalten minimal 20%. Okay? Das ist garantiert. Was kann ich für Sie anbieten? Und seit dann, das kann auch vergrößern. Und zum Beispiel in den nächsten Monaten können wir auch Investitionen vergrößern. Ja, Grundkapital meine ich. Haben Sie alles verstanden, ja? Da kann ich nicht gleich mehr einzahlen und dann hier gleich die fette Kohle rausholen? Mhm. Zum Beispiel, könnten Sie das mir sagen? Sie sind vorbereitet, 1.000 Euro zu investieren, ja? Ja, das will ich aber wenigstens reinkloppen. Okay, was für eine Frage haben Sie? Könnten Sie das mir sagen? Mal, wie viel darfst du da wieder machen mit 1.000? Also ich will mal wissen, was dann noch einen Monat rauskommt. Okay. Zum Beispiel können Sie das mir erzählen, wenn Sie investieren 1.000 Euro, Sie sollen am Ende des Monats, ja, am Ende des, ich meine nicht Januar, ich meine Februar, okay? Am Ende des Februars, Sie sollen etwas Geld rauskriegen, ja? Auszahlung machen. Ja, und da will ich mal wissen, wie viel. Ja, und mit 1.000 Euro, ungefähr in einem Monat, mit unserer Strategie, was wir haben, es ist möglich, ungefähr, so gesagt, bis 2.000 Euro zu verdienen. Tja, mit seiner Strategie ist es sicherlich möglich, 2.000 Euro oder bis 2.000 Euro zu verdienen, aber auch nur für ihn und nicht für die Kunden. Denn, tja, auf was anderes zielt dieses Unternehmen hier gar nicht ab. Der erarbeitet sich da schön illegal sein eigenes Gehalt, aber für den Kunden holen die da definitiv nichts raus. Denn, naja, alles, was der da so erzählt, ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn. Es ist einfach nur Geschwafel. Die wollen so unwichtige Dinge wie euer Alter dafür. Die wollen so unwichtige Dinge wie, was wollt ihr euch dann davon kaufen? Also, welche Bank würde euch fragen, was ihr mit dem Geld, was ihr da angelegt habt, was ihr damit nachher machen wollt? Also, natürlich Nutten und Koks, was anderes machen wir doch damit alle nicht, oder? Also, was soll denn das? Oh Mann, ey. Also sowas macht einen wirklich wütend. Das Schlimme ist, dass das den Menschen gar nicht auffällt, wenn man denn erstmal in so einem Gespräch ist. Ja, wie auch, weil man ist ja völlig überfordert. Man hat ja gar keine Ahnung von der ganzen Geschichte und man will sich ja hier beraten lassen. Naja, und ich sag mal, das zielt hier schon einfach auf Verwirrung ab, dass der Kunde am Telefon überhaupt gar nicht mehr mitbekommt, was die eigentlich ganz genau von einem wollen. Und deswegen, tja, gibt's halt leider immer wieder Opfer, die da auch einzahlen. Weil dieses Geld in einem Monat
zu verdoppeln, das braucht wichtigste Strategie. Ja? Na, aber dann sind das ja auch 200% und nicht 20. 100%? Ja. Nee, ganz 200. Genau darum, ganz genau darum. Garantiert ist 20%. Ja? Garantiert ist 20%. Und das sind aber, ja dann, was weiß ich, 20 Euro. Die kann ich mir an die Backe kleben. 20 Euro, das ist nicht. Das ist 200 Euro. Ja, da kann ich ja meinen Arsch mit abwischen. Okay. Ich dachte, wir machen hier richtig Moneten. Dann sollen wir das so machen. Konntest du das mir sagen? Gib mir ein Beispiel. Wo kann man 100% Gewinne machen? Ja, das frage ich mich gerade. In welchem Bereich? Du weißt das nicht? Nö. Dann ich gebe Ihnen Möglichkeit, das zu machen. Du hast gar keine Vorstellungen über diese Thema, ja? Du hast gar keine Vorstellungen. Ja, nicht. Aber ich gebe Ihnen etwas Chance. Ich finde es auch immer wieder irgendwie beeindruckend, wie oft die zwischen sie und du und vor allem, warum duzen die eigentlich einen immer wieder? Ich meine, grundsätzlich sprechen die ja schon die Leute mit sie an, aber es dauert eigentlich nie lange. Da fangen die jedes Mal mit dem du an und dann irgendwann wieder mit dem sie. Also das kann doch kein vernünftiger Bankberater sein. Also wenn der das studiert hat und gelernt hat und selbst wenn er da nur angefangen hat in so einem Callcenter, dann ist doch das oberste Gebot, was man da beigebracht bekommt. Höflichkeit, Freundlichkeit und Kompetenz. Ja, und nichts davon hat er. Tja, aber das gilt irgendwie für alle, diese komischen Kakerlaken, die hier bei uns anrufen. Ganz genau darum sollst du das akzeptieren. Also sehen Sie Unterschied, was ist, ja? Du hast keine Ahnung. Und ich habe Strategie. Da gibt es Unterschied, ja? Ganz genau darum. Wenn du gar keine Ahnung hast über etwas Thema, ganz genau, sie sollen mehr hören und mit meiner Strategie, sie sollen das mindestens versuchen. Mindestens sollst du versuchen. Alles klar? Und wie viel kann man da verlieren? Nein, weil ich habe gesagt, 20%. Als Gewinn. Naja, also mal davon abgesehen, dass er hier schon wieder die ganze Zeit duzt und das eigentlich abartiger nicht mehr gehen könnte bei einer Bank. Der sagt hier, verlieren kann ich nichts. Ich mache nur 20% Gewinn mindestens. Aha, also welche Bank würde das versprechen? Also da kann doch einfach nur was nicht stimmen. Da braucht man gar nichts anderes mehr hinterfragen. Das hier ist absolut unseriös. Denn wer euch nur Gewinne verspricht, der hat definitiv Dreck am Stecken. Weil, tja, keine Ahnung, wie die darauf kommen und wie die das glaubwürdig verkaufen wollen. Ich glaube es nicht und ich hoffe, dass es auch ganz viele andere Menschen nicht glauben. Das Problem ist, dass viele andere Menschen keine Ahnung haben. Und naja, und schon stecken sie da Geld rein, weil 20% hören sich natürlich erstmal geil an, ne? Ich meine nicht, zum Beispiel, wenn sie 1.000 Euro investieren in unsere Company, am Ende des Monats, mindestens auf Ihre Kontostand wird 200 Euro. Das meine ich nicht. Da mindestens in einem Monat wird 1.200 Euro. Insgesamt. Also Gewinnprozent wird 20. Nicht Grundkapitalprozent, sondern Gewinnprozent wird 20%. Ganz genau darum, Sie haben so gleiche Garantie. Was kann ich mit meiner Strategie Ergebnisse auch bestätigen? Ja, und kann man da auch noch mehr Tester machen, weil das klingt so wenig. Natürlich, mehr können wir machen mit Strategie. Ja, ob das nämlich denn? Wissen Sie, warum ich erkläre das? Zum Beispiel, Sie sollen auf jeden Fall wissen, was sollen Sie erwarten. Sondern können wir zum Beispiel etwas falsche Kommunikation haben. Wenn Sie erwarten zum Beispiel mehr als 100%, ich meine Gewinnprozent, ja natürlich, dafür ich habe in meiner ganzen Karriere viermal das erreicht, mehr als 100% zu erreichen. Aber, für mich am wichtigsten ist, am Anfang minimal was Sie erwarten können, das sollen Sie wissen. Das können Sie wissen. Ganz genau darum können wir das im Prozess nachschauen, wie viel kann ich für Sie verdienen. Ganz genau darum, du hast
so gleiche unterschiedlich drei Positionen. 250 Euro, 500 Euro und 1000 Euro. Ganz genau davon jetzt gerade kannst du das auswählen und dann können wir weiter das machen. Ich habe nicht so viel Zeit, weil sie sind in unsere also in unsere Anmeldung Programm registriert, ja? Und ich bin Expert. Ganz genau mit dieser Kunde, die ist nicht bei unserer Kunde noch, ja? Ich kann nicht so lange Zeit sprechen. Sie haben so drei Möglichkeiten. 250 Euro, 500 Euro und 1000 Euro. Jetzt gerade können Sie Entscheidungen treffen. Willst du mit mir weiterarbeiten oder kannst du das alles behalten, was du jetzt gerade in Ihrem Leben hast? War das eine Frage? Sie können eigentlich Entscheidungen treffen und mit meiner Strategie können wir das zum Beispiel morgen auch darüber sprechen oder heute Abend. Es abhängig, wann hast du Zeit. Ja, und wer reguliert euch? Das ist reguliert von der Europäischen Haushandelszentrale. Regulationen haben wir seit 2019 Jahre von der Europäischen Parlament der Finanzabteilung. Und wie heißt es? Legitimation haben wir auch von Europäischen Haushandelszentrale. Wir sind vereint ungefähr 300 Handelungsfizierer. Ja, und wer ist die Europäische Haupthandelsplattform, Dings? Wer ist unsere das? Unsere Plattform heißt Inertia Finance. Also ihr reguliert euch selber, oder wie? Nicht selber, von Europäischen Haushandelszentrale. Ja, und wie heißt die? Nachrichten, Europäische Haushandelszentrale. Ja, aber wie heißt die? So heißt doch keine Zentrale. Also, in diesem Bereich, Sie haben gar keine Erfahrung, ja? Deswegen frage ich doch, wie heißt die? Wie heißt wer? Na, die komische Haupthandelszentrale. Das ist ein Verein. Wo sind vereint alle Handelungsplattformen, die lizenziert sind? Bei einem Verein. Jawohl. Was bist denn du für ein Betrüger? Das ist ja lauter Blödsinn, den du mir hier erzählst. Okay. Dann kannst du ganz einfach Entscheidungen treffen und dann können sie das machen, oder nicht? Ja, ihr seid ja Betrüger. Das ist ja alles Betrug, was ihr da macht. Jawohl, ich stimme das so auf. Ja. Okay. Ciao. Tja, und da hat er dann keine Lust mehr gehabt und wusste nicht mehr, was er dazu noch sagen soll. Tja, denn mit der Frage hat er wahrscheinlich einfach nicht gerechnet. Europäische Haupthandelsplattform. Mhm. Und das ist ein Verein. Ganz logisch. Das ist nichts anderes als ein Betrügerverein, das Unternehmen da. Eieieiei. Die geben sich ja nicht mal Mühe beim Bescheißen. Das gibt's doch gar nicht. Naja. Ich hoffe, es hat euch wieder gut unterhalten. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Hier seht ihr noch ein paar andere Videos auf dem Kanal, da könnt ihr euch die Zeit bis morgen vertreiben, bis wieder ein neues Video rauskommt. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!